Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin jetzt schon bei Weber Reitsport angekommen und gehe gleich in den Laden und werde die neuen Stiefel anprobieren. Und zwar sind das die Paris in Schwarz. Ich habe vor über 3 Jahren mit Weber Reitsport schon eine Kooperation gehabt und Busse zusammen und habe die Reitstiefel Paris in Nougat ja mitgenommen und bin bis heute noch richtig zufrieden mit denen und trage sie auch jeden Tag und liebe diese Stiefel. Und ja, ich habe geguckt für meine Turniere, die ich ja jetzt genannt habe, da brauche ich schwarze Stiefel und meine schwarzen Stiefel habe ich jetzt gerade verkauft, weil die viel zu groß sind, weil ich ja so Wassereinlagerungen und so hatte. Und mit braunen Stiefeln kann ich halt schlecht starten und dementsprechend, ja. So, ich stehe jetzt natürlich schon vorm Laden und denkt bitte an eure Masken, wenn ihr in den Laden kommt. Und ich gehe jetzt rein und probiere meine Stiefel mal an. Natürlich durfte ich für das Video meine Maske abnehmen. Ich habe jetzt hier die Modelle Paris. Das ist übrigens die Farbe Nougat. Aber nur zur Info, die Farbe gibt es nicht mehr. Wie gesagt, ist ja auch schon über 3 Jahre jetzt her. Wir haben hier zwar, glaube ich, noch ein Modell oder so dann eine Größe, aber kann man nicht mehr bestellen. Hier haben wir jetzt die beiden aktuellen Farben. Einmal ein dunkelbraun, das ist jetzt die neue Farbe. Und schwarz. Und den werde ich jetzt mal anprobieren, den schwarzen. Ich habe jetzt eh nochmal meinen Stiefel geholt. Das ist jetzt der Paris in der Farbe Nougat, den es ja jetzt auch nicht mehr gibt. Wie man sieht, ist schon sehr, sehr benutzt, aber ich liebe diesen Stiefel und der ist noch nicht einmal kaputt gegangen. Er hat leichte Verfärbung hier durch meine Sporen, die ich mal hatte, aber sonst ist er wirklich super schön noch und ich liebe ihn. Und er passt sich halt, wie man auch sieht, richtig, richtig schön ans Bein und an den Fuß an. So, ich stelle euch jetzt mal so ein paar Eigenschaften von dem Reitstiefel Paris vor. Also zuerst einmal hat er hier vorne so ein richtig schönes Detail, das nennt man nämlich Lochmuster. Dann haben wir eine Schnürung vorne und darunter, eine Elastikschnürung, wie man sieht. Und darunter ist eine weich gepolsterte Zunge. Das Innenleben von dem Stiefel sorgt dafür, dass, ja, wenn du schwitzt, dass es halt schnell trocknet. Ich habe dafür jetzt gerade keinen Begriff, aber ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir hier auf der inneren Seite, wo die Wade ja auch liegt, haben wir ein Haftungsleder, sage ich mal, so eine Hafteigenschaft für besseren Grip. Und dann natürlich ein Reißverschluss, auch nochmal mit 2 Druckknöpfen, einmal hier unten an der Ferse und hier oben. Und auch hier haben wir nochmal ein Elastikband beim Reißverschluss. Und hier sieht man dann auch nochmal das Innenleben, was schnell trocknet. Ich benutze meine Stiefel jetzt schon über 3 Jahre und ich liebe sie, sitzen wie eine zweite Haut. Und ich habe mich vor über 3 Jahren schon überlegt, ob ich mir jetzt einen braunen oder einen schwarzen hole. Aber ich hatte noch einen schwarzen Stiefel für die Dressur. Dementsprechend habe ich mich für braun entschieden, weil meine komplette Springausrüstung ja auch braun ist.